Ich wollte mal zeigen, wie man mit einem Tablet und GeoGebra, also beziehungsweise den HTML5-Arbeitsblättern von GeoGebra am Tablet arbeiten könnte. Nehmen wir mal an, ich habe zum Beispiel eine Aufgabe, bei der es darum geht, sich so ein bisschen einzuarbeiten in die Frage, was für eine Formel, eine Flächenberechnungsformel habe ich bei Dreiecken. Und da habe ich hier auf GeoGebra Tube ein Arbeitsblatt abgelegt. Und das ist momentan hier noch auf dem PC, während auf meinem Tablet halt diese Datei nicht vorhanden ist. Wie komme ich da drauf? Dazu habe ich mir bei Firefox eine QR-Code-Erweiterung installiert. Da wird dann hier der QR-Code angeschaut und ich nutze ein QR-Druid hier, um das dann zu lesen. Jetzt muss ich mal kurz nochmal diesen Code anzeigen lassen. Und so, das wird dann erkannt. Und Moment. Ich habe dann auf dem Tablet jetzt das dieses Arbeitsblatt auf GeoGebra Tube. Und da kann ich dann Experimente vornehmen. Hier sind zum Beispiel von mir zwei Aufgaben vorgegeben. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass zum Beispiel Fläche von Rechteck und Dreiecken gleich groß sind? Und da kann man ein bisschen rumprobieren und sieht dann zum Beispiel, dass die Fläche gleich groß ist. Wenn also die Spitze dieser Dreiecke auf der gleichen Höhe ist, und zwar der doppelten Höhe. Jetzt könnte man das zum Beispiel dokumentieren. Und dazu nutze ich eine Funktion bei dem Galaxy Note 10.1 in der alten Version, das ich habe. Und zwar drücke ich mit dem S-Stift, dem S-Pen, auf diesen Knopf, der auf diesem Stift drauf ist, und halte ihn für einige Zeit gedrückt auf die Oberfläche. Und nach kurzer Zeit erscheint dann hier so ein Rahmen. Und da habe ich die Möglichkeit, einen Screenshot, und zwar nur von einem Bereich, zu erstellen. Diese Screenshot-Funktionalität von Samsung ist eingebaut. Alle anderen Programme brauchen ein geroutetes Gerät, aber hier geht das so, sondern speichere ich das ab. Leider wird es abgespeichert und bleibt nicht im Zwischenspeicher. Aber wenn man das öfters macht und dann zum Beispiel hier das Programm Lecture Notes nutzt, also das App Lecture Notes, dann hat man das Bilderverzeichnis sich vielleicht schon eingestellt oder schon öfters verwendet und landet dann direkt hier drin und kann dann den Screenshot von dem Programm einfügen. Das kann ich ein bisschen kleiner machen, schiebe es ein bisschen in die Mitte. Per Doppeltipp drauf kriege ich es größer und könnte dann hier zum Beispiel mir noch dazu notieren. Also zum Beispiel hier ist die Höhe 5. Das geht jetzt ein bisschen langsam übers Internet, die Verbindung, die ich da gerade nutze. Aber hier, normalerweise geht das sehr viel flüssiger. So, hier habe ich eben die Höhe 10, ne? Kann ich also reinzeichnen. Wenn man es ordentlich machen will, kann man auch hier eine Linie ziehen. Und da hat man eben hier die Höhe 10. Na, das war falsch. So, also, und dann vielleicht noch eine Notiz drunter. Gleiche Fläche bei doppelter Höhe zum Beispiel. Und genauso kann man das eben machen für ein anderes Bild. Das heißt zum Beispiel, die Schüler könnten etwas analysieren, also irgendetwas untersuchen, irgendeine Zeichnung, und könnten sich dann hier
in diesem Lecture Notes Notizen machen, also spezielle Screenshots für Sonderfälle rausholen und dann entsprechende Kommentare dann dazu schreiben. Gleiche Fläche oder Höhe und gleicher Grundseite zum Beispiel. Und dann könnte man dann eben noch andere Varianten aussuchen. Und das Ganze vielleicht noch schön markieren. Doppelte Höhe, Höhe 10, Höhe 5 und gleiche Grundseite. Hier jeweils die gleiche. Ne? Also ich denke, das ist eine ganz interessante Idee zur Nutzung von Tablets. Und wenn man das Ganze dann vielleicht noch an den Beamer bekommen kann, da gibt es inzwischen zumindest von Samsung den All-Share-Cast-Dongle. Das ist also so eine Funkübertragung, die man zum Beispiel auch an Beamer oder an Monitor oder Whiteboard anschließen kann. Und dann kann man also quasi das direkt dann spiegeln, sodass also jeder das sehen kann. Dann kann eben jeder Schüler vielleicht auch seine Lösungen vorzeigen.